Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Was ist die 7 gezeichneten Kampagne G7 oder auch Was ist die Borbord Kampagne? Wir wollen uns heute im fünften Video das fünfte Abenteuer ansehen und zwar Bastrabuns Bann. Das Abenteuer beginnt in Kunchum und zwar direkt nachdem sie aus der Pforte des Grauens gekommen sind, dem vierten Abenteuer, was ich in einem Video davor rezensiert bzw. besprochen habe. Und sie sollen dort an der Magierakademie bei Djinnenwerk und Zauberhauch mit drei Spektabilitäten sprechen, die sie auch schon aus dem Vorabenteuer kennen. Und zwar geht es um Kadiel Okerim, Jelef Ibn Yasafar und Corium Montagonis. Die drei Spektabilitäten lassen sich natürlich erst einmal erklären, was die Gezeichneten herausgefunden haben auf Maraskan und über Borbrat ganz generell, was ist dort passiert und darum soll es ein bisschen zunächst gehen. Gesprächsverlauf klären, Zukunftsängste klären und dann eben auch die Hoffnung und die Pläne, die die drei Spektabilitäten haben. Die drei Magier würden ganz gerne ein altes Bannritual erneuern, und zwar ein Bannritual von Bastrabun, was dann dem Abenteuer den Namen gibt. Bastrabun selber war ein Magier, der vor ganz grob 2000 Jahren gelebt hat und den Thulamiden dabei geholfen hat, die Echsen vom Festland zu vertreiben. Daraufhin mussten sie sich verziehen, und zwar nach Maraskan, wo die Gezeichneten gerade herkommen, beziehungsweise nach Selem. Man kann also eine imaginäre Grenze ziehen, und auf dieser Grenze sollen sich jetzt auch die Gezeichneten bewegen, das Ganze noch einmal ablaufen und dabei verschiedene Ritualgegenstände finden, in der Hoffnung, dass man eben mit den Informationen und den Gegenständen diesen Bann modifizieren kann, um Borbord zu besiegen bzw. eben seine Kampagne, seine Eroberungspläne dann zu verhindern. Leider ist in dem thulamidischen Schriftgewirr, was die Spektabilitäten in Kunchum haben, eine ganze Menge verloren gegangen. Das bedeutet, sie schicken die Gezeichneten auf eine Queste, und zwar aus Kunchum heraus, beziehungsweise man kann auch da in den Bibliotheken noch einmal schauen, aber vor allem dann eben auch in den begleitenden Bibliotheken im restlichen Land der Thulamidenlande, also nach Rashtul, nach Merwert, nach Samra, Anchopal und so weiter und so fort. Sie sollen dabei eben verschiedene Bücher finden, verschiedene Texte, Ritualgegenstände, die dann gebraucht werden. Und das sind unter anderem eine ganze Menge Dinge, zum Beispiel Grenzsteine, Kanopen, also Krüge oder Vasen, in denen dann die Thulamiden früher Organe aufbewahrt haben. Ähnlich so ein bisschen wie die ägyptischen Gefäße, die man auch aus den alten Mumienfilmen kennt. Also auch so etwas sollen sie suchen, dürfen dabei natürlich in alte Gräber vordringen und gegen alte Mumien kämpfen. Natürlich, sowas darf nicht fehlen. Und vor allem ganz wichtig, sie sollen ein paar Mondsteine bzw. Mondsteinobelisken finden. Das Abenteuer dabei ist begrenzt auf eine große Sandbox, die Thulamidenlande, alles, was um die Gorische Wüste herum zu finden ist, nicht ganz bis in Richtung Xorgan, aber schon in die Richtung. Dort darf angefangen werden, die Kraftlinien machen das wohl auch klar, denn der erste gezeichnete, das Auge, kann ja diese Kraftlinie mittlerweile auch wahrnehmen. Und auf dieser Reise sollen sie dann grob südlich von Xorgan weiter in Richtung Süden an Kunchum vorbei, in Richtung von Avalkim, in Richtung der Stierbuckel ziehen, beziehungsweise dann Rashtul, Merwert. Alles um die Gorische Wüste herum sollten sie einmal aufstöbern und dort nach alten Gräbern forschen. Ja, und damit endet fast auch das Abenteuer, beziehungsweise das erste Kapitel, denn es ist nicht weiter beschrieben, was wo zu finden ist. Die Spielleitung darf sich hier selber Gedanken machen. Es werden verschiedene Szenen beschrieben, die man hier einstreuen kann. Was kann man in den Gräbern finden? Gegen welche Gegner darf man dann kämpfen? Und unter anderem auch andere Begegnungen mit anderen Expeditionen. Unter anderem sehr bekannt die Bravaldi-Expedition, ein Metumisa, also ein Horasi, der sich hier als Abenteurer verdingt, nicht ganz wie Indiana Jones, sondern eher wie ein feiner Gentleman, der im Wüstensand graben lässt, gemeinsam mit seinen Sklaven bzw. ganz generell den Arbeitern, den Talusa Löwen, also einer Söldnergruppierung, die ihn begleitet.
und die dann erst einmal natürlich auch helfen kann, die Informationen tauschen kann, aber die vor allem dann auch mehr und mehr im Laufe dieser Kampagne, im Laufe dieses Abenteuers zu einem wahrhaftigen Rivalen wird. So wird sie beschrieben, mit unter anderem Diebstählen, später dann Anschläge und Morden eventuell auch oder Gefangennahme. Zumindest werden zahlreiche Steine in den Weg gelegt. Und ja, die Gezeichneten müssen auf alle Fälle versuchen, das Scheitern der Bravaldi-Expedition hinzubekommen, um dann eben selber sich im Erfolg, im Ruhme dann zu sonnen. Das ist zumindest so ein paar Szenen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Städte, die beschrieben werden, unter anderem Anchupal und auch was da dann auf die wartet. Selbstverständlich sind Borberats Spione ebenso unterwegs, aber eben auch andere aranische Kabalim, also Geheimorganisationen, Untergruppierungen, die dann mit Verschwörung arbeiten, die dann eben auch die Ruhe der Gräber erhalten wollen, damit man dann eben keine Grabschändungen begeht, was ja natürlich auch sonst ein Bohrenfrevel wäre, aber die Gezeichneten setzen sich zumindest im Rahmen dieser Kampagne, im Rahmen dieses Abenteuers ein bisschen darüber hinweg. Es gibt natürlich auch noch Begegnungen mit anderen, ja teilweise auch adligen Grabräubern, die ausgespielt werden können. Es werden andere Magiergräber, die dann eben nicht nur Mumien haben, sondern auch andere fiese verschiedene Skorpionbiester, Chimären, all das, was ja eben dann in einem magischen, altertümlichen Aventurien auftauchen kann. All das wird eben thematisiert. Welche Reise dabei die Gezeichneten wählen, ist A, komplett ihnen überlassen oder B, dann eben auch dem Forcieren des Spielleiters, der Spielleiterin eben auch geschuldet. Das heißt, wo die Reise hingeht, auf welcher Reise sie sich dann bewegen, welchen Weg sie wählen, ist in jeder Kampagne unterschiedlich. Aber was klar ist, dass sie nach und nach über viele, viele lange Wege nach und nach mehr und mehr über A, Borberat herausfinden und über seine zahlreichen Inkarnationen, denn er ist ja nicht nur einmal aufgetaucht, sondern eben auch ein zweites Mal. Und an dieser Stelle werden wir auch über Azabath von Fasar sprechen, beziehungsweise den Enchargesi. Mehr zu Borberat und seinen Hintergründen werde ich auch in einem weiteren Spezial ganz am Ende zusammen mit den Zeichen und so weiter noch einmal erklären. Das gehört dann an dieser Stelle nicht weiter ans Abenteuer. Das sei aber auch schon hier einmal erwähnt, dass Borberat verschiedene Inkarnationen hatte. Unter anderem natürlich war er auch auf Myrano aktiv, hatte da dann nicht nur eine siebenstrahlige Krone, sondern teilweise auch sogar eine 13-strahlige Krone. Nachdem die Gezeichneten eine ganze Reise gewandert sind, kommt es zu einer Begegnung. Und zwar bei Sambra gibt es eine kleine Stadt, ein kleines Dörfchen namens Borbra, was vielleicht auch schon ein bisschen mit Borbrat verknüpft ist. Wir werden es sehen. Aber Borbra ist ein kleines Dorf, was von Chimären überfallen wird. Und dabei geht es darum, dass eine Mantikore bzw. ein Mantikor gemeinsam mit seinen giftigen Skorpionbrüdern, anderen Chimären, einen zarheiligen Baum zerstören. Was genau das für einen Hintergrund hat, offenbart dann der sterbende Mantikor selbst, denn so schwierig das in dem Abenteuer auch ist, kurz bevor er stirbt, oder selbst wenn er schon tot ist, wird sein sprechender Kopf noch den Plan und damit Kapitel 2 enthüllen. Ihr merkt schon, dass ich das Abenteuer an der Stelle nicht ganz so glücklich finde, aber nachdem der Manticore besiegt worden ist, der zarheilige Baum zerstört wurde, Klammer auf, das kann auch nicht verhindert werden, Klammer zu, spricht der Manticore noch und offenbart den Plan seines Herrn, und zwar Abu Terfas. Den verrät er quasi so ein bisschen, beziehungsweise freut sich, dass er für ihn durch Blut und Tod gegangen ist, und ja, offenbart tatsächlich auch noch den Sitz seines Palastes, und zwar Al-Churam. Was auch immer das jetzt für Chimären waren und wo auch immer die herkamen, das offenbart sich hier in diesem Teil 1 noch nicht. Aber die sieben Gezeichneten wären keine Helden, wenn sie denn, nachdem sie sich um die verletzten Dorfbewohner von Borbar gekümmert hätten, sich nicht aufmachen würden und zwar dann die Chimären und die Koramsbestien suchen würden. Wer wären sie denn auch sonst? Ja, Teil 2. Die Gezeichneten ziehen von Borbra bzw. bei Samra dann aus in Richtung des Koramsgebirges und werden dort dann sich auf die Spuren machen von, ja, das kommt ein bisschen drauf an, 40 bis 100 Chimären. Ja, warum soll man die nicht auch aufhalten können, wenn man zu siebt ist?
Beziehungsweise, wenn man eine kleine Gruppe von Helden ist, dann macht man sich doch gerne mal auf und kämpft gegen 40 bis 100 Chimären. Sie ziehen ins Gebirge und können dann schwierig die Spur von denjenigen aufnehmen. Sie können dann natürlich noch mit ein paar ansässigen Personen sprechen, also einem Händler, der da rumläuft, ein paar Zwergen oder einem anderen Drachen, der eventuell auch helfen kann, beziehungsweise eine Drachin. Sie können mit einem Praios-Geweihten sprechen und all diejenigen Personen beziehungsweise Kreaturen können sie dann zu der Festung Alt-Schuram führen, die sich dann vor ihnen mitten in den Bergen offenbart. Das Tal gehört Abu Terfas, dem Meister der Chimären, der dafür zuständig ist oder war, dass dieser zarheilige Baum in Borbra zerstört worden ist. Wir haben immer noch keinen Hinweis genau, warum er das getan hat. Wir wissen immer noch nicht genau, wieso, warum, in welchem Abenteuer das jetzt eine Rolle spielen soll. Aber die Gezeichneten gehen einfach mal hinter die Wehrmauer in die Palastanlage. Das Ganze ist natürlich noch einmal selbst ein Abenteuer, wie man dort hineinkommt, während man gegen Chimären und Bestien kämpft. Auf die Mauer rauf, beziehungsweise durch den Torbruch hindurch. Aber heldenhaft, wie sie sind, können die Gezeichneten es dann am Ende schaffen und nach den Palast und die Anlage untersuchen. Sie finden Labore, Hybriden-Labore, Bilder von unter anderem auch Pardonna, was auch immer die jetzt hier tut, alchemistische Labore, Käfigtrakte, ja, ganz generell andere Chimären, Holzgolems, Bedienstete und einen großen Trolldrachen, was auch immer der dann jetzt hier tut. Also eine andere Chimäre aus einem Troll und einem Drachen. Ein Trolldrache. Nachdem sie diesen besiegt haben, kommt es zu einem, ja, vielleicht großen Finale. Zumindest flieht Abu Terfas gemeinsam mit einer Hexe, gemeinsam mit einer ganzen Menge von Mondsteinen, die sie wohl brauchen. Es gibt noch einige Hinweise, einige Bücher. Und am Ende können sie sich dann über die Bibliothek, die sie dann hier finden in Alt-Schuram, können sie dann A herausfinden, dass die Mondsteine, die er hat, gebraucht werden für das Ritual, also für Bastrabuns Bann. Und dass sie die unbedingt brauchen. Aber B geht es auch ein bisschen darum, dass Abu Terfas jetzt gemeinsam mit den Mondsteinen nicht nur die Gezeichneten ärgern möchte, sondern er möchte selbst eine Pforte des Grauens aufstoßen. Das haben wir ja schon auf Maraskan erlebt, da sollten drei Pforten aufgestoßen werden. Hier geht es aber allerdings nur um eine einzige, und zwar um die von Asphalot, also diejenige, die Chimären erschafft, der Gegenspieler von Zar, beziehungsweise die Gegenspielerin von Zar. Die Gezeichneten können im Palast auch noch den Handschuh von Bastrabun selbst finden. Ein mondsilberner Handschuh, der wird ihnen von Abu Terfas eigentlich hingeschmissen. Ziemlich unmotiviert, wie ich finde. Und einer der Gezeichneten bzw. einer der Helden kann ihn dann aufnehmen. Das wird quasi so ein bisschen durch eine Prophezeiung dann klar. Einer der Spieler bzw. einer der Helden, einer derjenigen in der Gruppe geht hin, streift sich den Handschuh über und ist damit der vierte Gezeichnete. Er kann ihn auch nicht mehr abnehmen, also er lässt sich so nicht mehr lösen. Ich finde das ein bisschen hingeschmissen, ich finde das ist ein bisschen unmotiviert. Im Gegensatz zu Teil 1, 2 und 3 ist das vierte Zeichen tatsächlich ein bisschen Deus Ex Machina und einfach so präsent, dass es mich stört. Man sollte hier als Spielleitung vielleicht ein bisschen das Abenteuer verändern. Wie, kann ich am Ende nochmal ein bisschen erzählen. Wenn die Gezeichneten, inklusive des neuen vierten Gezeichneten, mit der mondsilbernen Hand von Bastrabun dann die Bibliothek untersuchen, finden sie heraus, dass das tolle Ritual zum Öffnen der vierten Pforte bzw. der Pforte von Asphalot wieder einmal in Borbra stattfinden muss. Das heißt, die ganze Reise geht wieder zurück an Samra vorbei in Richtung Borbra, des zerstörten Dorfes mit der zerstörten Eiche. Dort finden sie ein Magiergrab, was sie untersuchen können und was an sich ziemlich cool ist, denn das Magiergrab hat vier Ebenen, die so ein bisschen anmuten wie ein Dungeon, auch wenn DSA keine Dungeons kann. So geht es doch, nachdem sie den Dungeon das erste Mal durchlebt haben, in eine neue Globule mit einer anderen Realität, wo sie die verschiedenen Inkarnationen von Borbarat bzw. Tarsonius dann durchleben. Das Magiergrab gehört nämlich ihm und sie können dann nach Borbarat, können sie dann zu dem Grab von Asabat vorstoßen und zu der Globule von Enshar Zagesi.
also der exischen Inkarnation von Borberat, denn Borberat war auch einst ein Exe, kurz nach dem Fall von Pyrdakorn, dem zweiten Drachenkrieg. Klingt ein bisschen verwirrend, keine Sorge, ich kläre das am Ende der Reihe der G7 noch einmal auf. Das Ganze wird noch ein bisschen länger dauern. Selbst wenn die Abenteuer schon besprochen sind, werde ich noch ein weiteres Mal auf die zahlreichen Inkarnationen, auf die Zeichen und so weiter eingehen. Die Gezeichneten können sich auf alle Fälle durch und durch schneiden, von der einen Globule in die nächste, in die nächste, in die nächste und treffen dann auf die äußerste Globule, die dann als Unheiligtum von Asphaloth dient und wo dann der große, finstere Endkampf gegen nicht nur Abu Terfa stattfindet, sondern auch gegen eine Hexe, die Achas heißt, und eine große Königin, die dann ebenso besiegt werden muss. Dabei werden die Helden unterstützt, und zwar von einem Graumagier mit dem Namen Tarlisin von Borbra, der selbst wurde einmal als Paktierer von Zar erlöst. Das ist eine ganz merkwürdige Hintergrundgeschichte, das wird auch noch einmal in zwei eigenen Romanen geklärt, was am Ende mit ihm passiert. Tarlisin von Borbra wird auch später weiterhin noch wichtig werden. Aber sie werden unterstützt, und zwar auch von Tarlisin von Borbra, aber vor allem von Borbrat selber, der dann hier durch die Emotionen von Tarlisin seinen Körper übernehmen kann, beziehungsweise ihm dann seinen Schatten klaut, in seinem Schatten dann für die Gezeichneten arbeitet. Das Finale hier gegen den Magier Abu Terfas, der sich im Verlaufe des Krieges bzw. des Kampfes weiter und weiter mutiert, dem den Tentakel wachsen, der dann Scherenzang bekommt und der dann immer weiter zu einem Schwarmwesen wird, im Kampf gegen die Hexe und eben diese Schwarmkönigin, kann dann Borbarat hier unterstützen, kann ihn so ein bisschen dann den Kill klauen oder aber Geweihte dann mit einem Imperar wieder zu zwingen, andere Gegner anzugreifen. Er ist wie immer unangreifbar, es ist wie immer so, dass man zugucken darf, wie Borbarat coole Dinge tut und man kann es nicht verhindern. Nachdem Borbarat erfolgreich das Finale verhindert hat und dann sämtliche Guilds geklaut hat, Abu Terfas besiegt hat, Achas besiegt hat oder auch die Schwarmkönigin, die Helden, ist es nicht ganz klar, was am Finale passiert. Entweder die Helden besiegen es dann alles selber oder aber Borbarat macht das. Das ist so ein bisschen wie abhängig von der Spielleitung. Es ist aber auch wieder etwas unmotiviert und nachdem klärt er natürlich noch einmal, warum er den Helden geholfen hat, das ist natürlich auch alles motiviert, in Anführungsstrichen, denn er kann es nicht zulassen, dass Asphaloth die Welt vernichtet, beziehungsweise alles in eine leere Wüstenei verändert, sondern die Menschen sollen ihm ja dienen, sie sollen jeder ein Magier werden, das wird an dieser Stelle noch nicht offenbart, aber er möchte auf alle Fälle herrschen und es bringt nichts, wenn er über eine leere Wüstenei und die Niederhöllen herrscht. Er versucht da so ein bisschen zu motivieren, beziehungsweise die Autoren des Abenteuers haben versucht, Borbarat ein bisschen Persönlichkeit zu geben. Ist in meinen Augen nicht ganz geklappt. Er tut, wie gesagt, immer seine Dinge, die er so tut. Er ist einfach Borbarat-Resk und kann nicht aufgehalten werden. Am Ende ist das Böse besiegt, Borbarat teleportiert sich weg und die Helden sind wieder Helden, nachdem sie dann aus den Globulen wieder nach oben kommen, haben sie ja den großen Schrecken besiegt, haben das Ende der Welt aufgehalten und werden damit an sich auch belohnt. Sie können natürlich noch sämtliche Ritualgegenstände bergen, minus einen Stein, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was, aber sie haben alle Komponenten, die sie für den Bannzauber brauchen, für Bastrabuns Bann und können das dann eben nach Kunchum bringen. Die Magier warten sie dort und können dann, nachdem sie das Ganze so ein bisschen zusammengetragen haben, sich daran machen, ein eigenes Ritual zu entwickeln bzw. das vorhandene Ritual abzuändern, um Borbarat aufzuhalten. Der Stein, den ich eben erwähnte, war nicht nur irgendein Stein, nicht nur irgendein Ritualgegenstand, sondern das war der Karfunkelstein von Xyxyx bzw. einem Kaiserdrachen, der später als Rassasaur wieder nach vorne gebracht wird. Rassasaur selber und die Auferstehung wird nicht im Rahmen der G7-Kampagne erwähnt, sondern in einem Buch, und zwar das Buch, was sich dann eben auch mit Tarlisin von Borbra beschäftigt. Das also wird in einem Roman thematisiert. Aber damit bin ich mit meinen Erzählungen zu Bastrabuns Bann zu Ende. Es war jetzt natürlich etwas abgekürzt.
Ihr merkt vielleicht auch, dass ich nicht ganz zufrieden bin mit dem Abenteuer. Es ist in meinen Augen sehr unmotiviert. Das ist eine große Sandbox, wo die Spielleitung machen kann, was sie will. Die Helden können viele Erfolge feiern. Die Erfolge werden ihnen aber wieder madig gemacht und verhindert, weil dann irgendwelche Diebe ihnen Gegenstände klauen, weil ihnen irgendwelche Hexen Dinge an den Hals fluchen. Und weil sie einfach Fehler nicht verhindern können, wenn irgendwelche Kabalim bzw. Geheimorganisationen andere Pläne haben und ihnen Dinge wieder wegnehmen, die sie in langer Arbeit gefunden haben. Zudem bin ich nicht ganz zufrieden damit, wie das vierte Zeichen verteilt wird. Ähnlich wie es beim Auge ist, würde ich beispielsweise relativ früh dem vierten Gezeichneten die Hand komplett abnehmen. Hier in diesem Abenteuer ist es so, dass er sich den Handschuh anzieht und dann nicht mehr abnehmen kann. Ich würde es tatsächlich so machen, dass er seine Hand verliert. Beispielsweise meinetwegen in Maraskan wird ihm die Hand sogar abgetrennt, abgeschlagen. Oder ihr wird ihm die Hand abgetrennt, abgeschlagen. Und der Handschuh von Bastrabun ist dann tatsächlich so etwas wie eine Art Ersatzhand. Und nicht nur einfach ein Handschuh, sondern eine Prothese, wenn man so mag. Würde ich tatsächlich wesentlich cooler finden, sollte auch im Vorfeld motiviert sein und vielleicht nicht nur am Anfang des Abenteuers oder in der Mitte des Abenteuers in Kapitel 2, wo dann Abu Terfos einfach den Handschuh abnimmt, sagt, haha, brauche ich nicht mehr, hier, viel Spaß. Denn das kann es nicht sein, dass man mit solch mächtigen, jahrtausendalten Artefakten so umgeht und die einfach weggeschleudert werden, weil er keine Verwendung mehr dafür hat. Ansonsten ist es viel Dungeon Crawling, gerade in der Mitte, wenn man sich dann Al-Shuram anguckt, also diese Palastfestung. Es ist auch viel Castle Crawl, wenn man in dem Magiergrab von Borbra unterwegs ist. Da kann man dann auch verschiedene Wachen treffen und viele Chimären. Und das ist an sich sehr linear aufgebaut und man kann da einfach durchlaufen, aber irgendwelche Gänge sind eingestürzt, deswegen muss man vorher noch durch jeden anderen Raum durchlaufen und kann dann zeigen und gucken, was da für tolle Hintergründe sind. An sich wird auch noch eine ganze Menge zu den Hintergründen von Borbarad verraten, das hatte ich ja eben schon gesagt, zu Asabat von Fasar, zu Borbarad selber, zu Tarsonius, zu Enshar Zagesi, also der Echsenkreatur. Das ist cool, aber ansonsten, das ist tatsächlich eines der Abenteuer, mit dem ich sehr unzufrieden bin, aber das soll eine Zusammenfassung sein, aber es sei der Vollständigkeit halber hier erwähnt von mir. Damit endet meine Zusammenfassung, meine Rezension, es ist nicht ganz, aber mein Was ist die sieben Gezeichneten zu dem fünften Abenteuer Bastrabuns Bann. Weiter geht es mit Teil 6, mit Video Nummer 6 und zwar Schatten im Zwielicht, der sechste Teil der Borbard-Kampagne von Anton Weste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritiken gerne da, wenn ich zu flachs war, wenn euch meine eigene Meinung gestört hat oder wenn ihr vielleicht auch mehr von diesen eigenen Meinungen haben wollt, wenn ihr eigene Tipps haben wollt. Sagt dazu gerne mehr. Ja, ich kann auch in einem eigenen Kritikvideo gerne noch einmal darauf eingehen. Würde ich alles am Ende der Reihe verlagern. Da können wir dann nochmal über meine Fehler sprechen, die ich so gemacht habe. Oder aber Verbesserungen liefern. Wie auch immer. Sagt mir einfach, wie euch diese Zusammenfassung dieses Was ist gefallen hat und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.